Die nächste Entscheidung, die auf dem Terminplan des Königs vom Tag 339 vor dem Angriff zu bewältigen gilt, ist wahrscheinlich wieder eine kostenintensivere. Die erste war scheinbar nur symbolisch. Es geht um Aurora und wieder mal ein Versprechen, das wir gegeben haben. König, my lord. Heute entscheidet ihr über die Zukunft Auroras, Majestät. Kaelin wird für ihr Volk sprechen. Reaver wird die Sache anfechten. Also sprecht. Ich fordere den versprochenen Schutz ein. Schon sehr lange leidet mein Volk unter Gewalt und einem Leben in Unsicherheit. Wir hatten die Ehre, mit euch um Albion zu kämpfen und wollen nun Teil des Königreichs werden. Berichtigt den Fehler eures Bruders. Helft uns, Aurora wieder aufzubauen und beschützt es wie euer eigenes Land. Es ist höchst nobel, andere Kulturen zu würdigen. Ich für meinen Teil als Teil von Albion zu zählen. Aber für das Privileg müssen sie natürlich arbeiten. Und ich weiß zufällig, wie sie uns gute Dienste leisten können. In der Wüste Auroras liegt eine stillgelegte Mine, die genug Material für das gesamte Königreich enthält. Lasst uns Kaelin und ihre Leute einstellen, um mögliche Ressourcen zu sammeln. Das kann ihr Lohn sein. Ihr wollt uns zur Arbeit zwingen. Na ja, halten wir uns nicht mit Semantik auf. Das ist ein fairer Handel. Ihr brecht euren Eid sicher nicht. Ihr wisst, welche Qualen wir erlitten haben. Ihr habt die Wahl, Eure Majestät. Ja, das stimmt. Wir wissen, was da abgegangen ist. Hintergründe sind ja die Bevölkerung von Aurora. Die sind sicherlich ziemlich erwartungsvoll, dass wir das Versprechen annehmen. Mein Volk braucht euch. Also das Versprechen halten. Wenn man die Kostensache mal wieder im Blick behält, dann sprengt das den Rahmen. Unbedingt! Lasst uns Aurora zu einem Teil Albions machen, aber sie sollen den vollen Eintrittspreis zahlen. Ja, das ist aber auch ein bisschen heftig gerade. Ich glaube, das war auch in der Mine, die mit den ganzen Problemen belastet war, wo der Kriecher zu finden war und die dort jetzt zu arbeiten zu lassen, das wäre schon ein bisschen geschmackslos. Mein Volk hat genug erlitten. Wir brauchen Frieden und keine Knechtschaft. Ja, das eine wäre Knechtschaft und auf der anderen Seite müssten wir wollen wir sie beschützen, wenn wir das Versprechen halten. Weil wir müssen ja ganz Albion dann von der sollen wir derart Dunkelheit mentale Hilfe leisten, im Tausch gegen nichts? Jetzt ist nicht die Zeit für Almosen, Majestät. Tja, leider schon. Ich halte mein Versprechen. Aurora wird ein Teil von Albion. Und das Volk ist in jeder Hinsicht gleichgestellt. Er hat gesprochen. Aurora soll als Teil Albions wieder aufgebaut werden und gleichwertig zum Reich gehören. Danke, Majestät. Ihr beweist, dass ihr ein Mann von Ehre seid. Aurora ist stolz, an eurer Seite zu stehen. Tja, das war Aurora und wir sollen jetzt eine Reise voller Abenteuer und Entdeckungen antreten. Ich frage mich, was das bedeutet. Schauen wir mal. Willkommen im neuen und verbesserten Aurora. Einer Oase der Freundschaft, des Teamgeists und vieler anderer schöner Dinge. Besucht die Stadt, die Weaver-Werke aus Sand, Fels und Leichen gebaut haben. Genießt die Sonne, die seltsamen Bräuche und die starke Militärpräsenz. Aurora, ein Licht in der Dunkelheit.
Für uns leider kein Licht. Was für eine mutige Gerichtsentscheidung. Aurora hat sich vielleicht als profitable Ressource erwiesen, aber wir finden bestimmt noch weitere Wege, die Schatzkammer zu füllen. Wir sind sogar möglicherweise bereits auf solch eine Gelegenheit gestoßen. Aurora ist vielleicht am Ende doch keine Einöde. Anscheinend hat eine Gruppe Forscher aus Albion in der Wüste von Aurora einen seltenen Diamanten gefunden. Sie haben die Legende dieses außerordentlichen Juwels von den Einheimischen gehört und sich ungeachtet aller drohenden Gefahren sofort auf den Weg gemacht. Das erklärt auch, warum nur einer von ihnen lebend zurückgekehrt ist. Er kam mit leeren Händen und faselte etwas von wüsten Kreaturen, die den Schatz bewachen. Denkt doch nur an all den Ruhm, an das Abenteuer, die Romantik, die Unsummen an Geld, die das bedeutet. Der Diamant befindet sich in einer der Höhlen unterhalb der auroranischen Einöde. Dort soll sich ein verlassener Tempel befinden. Ihr müsst ihn nur holen. Nur holen. Mensch, na das ist ja einfach. Waren wir ja, die Höhle, die da waren wir zwar schon, aber die ist ja eigentlich ganz okay. Dann müssen wir jetzt auch noch mal schnell in, während diese Notzeiten und Zeit der Entscheidungen, schnell mal hier das Festland verlassen und auf die Insel segeln, aber dazu bleibt ja immer noch genügend Zeit. Ja, also diesen Diener, keine Ahnung, wie sich er alles vorstellt, aber, oh, meine Staatskasse ist ja schön. Aber ein bisschen zu wenig Spinnenweben sind da schon noch. Um die Ereignisse realistisch darzustellen. So, zum Hafen müssen wir. So, wo ist denn der Hafen? Müssen wir hier rüber segeln? Ah, ja. Hier können wir ja auch noch was kaufen. Oder? Ah, ja. Dieses empfindsame Portal fragt sich, wie sehr sich Leute ihren Moralvorstellungen verpflichtet fühlen. Ja, ich ziemlich sehr. Können wir mal noch mitschauen. Ja, wir dürfen jetzt aber erstmal die Stadt verlassen und, die Höhle aufsuchen. Dann können wir ja eigentlich gleich den Kriecher vernichten und die Gefahr beiseite räumen. Ich bin nicht wie diese gemeinen Zwerge. Ich bin Schieber. Das sagen sie alle. Wo müssen wir lang? Gibt's auch ein Quest? Mal Kira oder irgendein Navi oder so? Ja, zumindest hier eine Truhe. Jetzt müssen wir uns nur noch durch ein Labyrinth schlagen. Kriegen dafür eine Tätowierung. Das ist ja nicht so wie erhofft. Ja, wo müssen wir entlang? Weiß es einfach nicht. Okay, hier lang wahrscheinlich nicht. Zumindest sah es nicht so aus. Hast du verlassen den Radius? Naja. Ha! Oh, das ist ja nervig. Also auf der einen Seite weicht die KI dem Aktionsradius aus, auf der anderen Seite rennt sie wieder rein. Ach komm.
nervt nicht. Die Welt verlässt sich auf große, starke Männer. Kennt ihr welche? Nee, die Frau? Tja, aber du bist es wahrscheinlich auch nicht. Oh, Schnauze, ja. Komm schon. Den hinteren noch. So. So, noch den Zwerg finden. Ah, das ist immer das Nervigste. Weiß nicht, wo ich lang muss. Wir sind in den Treibsanden und müssen zum verschleierten Weg, oder wie? Wenn ich einen Freund wie euch hätte, könnte ich ihm Geheimnisse erzählen und ihn dann anzünden. Das letzte habe ich nicht verstanden. Naja. Scheint mir auch nicht wichtig. Ich muss nur zu sehen, dass wir irgendwie den Ausgang finden. Was? Sumpfpalast? Ich bezweifle, dass wir dorthin müssen. Oder? Findet den auroranischen Diamanten. Ich frag mich, wie viel der wert ist. Vielleicht habe ich ein wenig übereilig gehandelt. Mit dem Geld beschaffen. Oh, habe ich mich erschrocken. Das war jetzt. Der Fable ist ja nicht dafür bekannt, dass es jetzt hier. So dürfen alle mal dran sein. Okay, was ist hier? Hier ist irgendwie ein Stein davor. Oh, das sieht natürlich idyllisch aus. Das gefällt mir ja gut, die Umgebung. Wenn hier nicht noch ein paar andere Leute wären. Das soll ein Schatz sein. Flower Power. 1 von 5. Können wir mal sehen, ob wir alle finden. Sieht wirklich super aus. Aber ich weiß nicht, warum ich jetzt schwimmen sollte. Nehmen wir hier mal unser Turbogang rein. Ist, glaube ich, nicht, Doch, denn sonst kommt man nicht an das hier. So. Ach ne, man, es gibt unterschiedliche Farben und dann jeweils, ja. Okay. Keine Ahnung, was die Blüten bringen sollen, aber wird man bestimmt sehen, wenn man alle hat. Man könnte theoretisch nochmal in die Siegestraße. Habe ich ja eigentlich auch schon mir immer mal vorgenommen. Der soll sich mal entscheiden. Entweder löst er sich auf oder der bleibt als Leiche liegen. Aber nicht beides. Also jetzt hier nicht irgendwie Substanz hier
flackern lassen. Es wird ja im Wasser gekämpft. Na kommt. Ich habe genug Flächenzauber für alle. Kostet mich auch keinerlei Mana. Ist ja auch in diesem Spiel etwas eigen. Aber was mir an Menschen gut gefällt? Sie sterben. Zwerge sterben auch. Ich mag den Winter am liebsten, vor allem den Schnee. Und es sterben so viele Leute. Wo ist der zweite? Ich höre doch auch immer diese Stimme. Das ist ja interessant. Ach nee, das ist kein Zwerg, oder? Ist das ein Zwerg oder nicht? Nö. Ich dachte schon zwei nebeneinander. Aber ich glaube, wir werden noch einen finden.